Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Seit 5 Tagen nutze ich nun das Google Pixel 6 Pro. Es sollte für mich die eierlegende Wollmilchsau werden. Ist es bisher nicht geworden und für euch scheint das Gerät so interessant zu sein. Ich bekomme so viele Fragen, dass ich mich dazu entschieden habe, ein erstes Fazit zu drehen und meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Diese Erfahrungen sind nicht nur positiv. Natürlich wird es auch noch ein Langzeitfazit geben. Ich gebe Google die Zeit, das Gerät per Updates weiterzuentwickeln. Heute aber erst einmal gibt es mein 5-Tages-Fazit zum Google Pixel 6 Pro. Wenn euch das interessiert, dann würde ich sagen, bleibt dran. Los geht's. Viel Spaß. So, ich versuche das Ganze möglichst strukturiert aufzubauen. Es wird mir wie immer nicht gelingen bei diesen Quick and Dirty Videos, aber schauen wir mal. Als erstes einmal, die Farben sind alle glossy glänzend. Das wisst ihr, wenn ihr euch einen Pixel 6 Pro kauft. Allerdings finde ich, trägt das nicht dazu bei, dass das Gerät sonderlich hochwertig wirkt. Es liegt gut in der Hand, trotz der Größe, und es fühlt sich nicht billig an, aber dieses glossy glänzende, ja, matt wäre halt schöner gewesen und die Vergangenheit hat gezeigt, mit dem S21 Ultra zum Beispiel oder mit dem Xperia 1 Mark III, dass matt einfach ja ein bisschen stylischer wirkt. Es zieht keine Fingerabdrücke an. Das geht bei dieser Farbe. Apropos Farbe, ich finde, in Realität sieht das 6 Pro in dieser Farbe, das soll weiß sein, nicht so gut aus wie auf Bildern, denn es ist gar nicht rein weiß, sondern es ist mehr so ein Cremefarben. Ich finde die Farbe in Ordnung, wahrscheinlich auch besser als die schwarze Version, aber ja, also ganz weiß wäre mir tatsächlich lieber gewesen. Das ist natürlich äußerst subjektiv. Der Rahmen aus Aluminium, der fühlt sich ganz gut an. Die Druckpunkte der Knöpfe sind auch wirklich super und nicht zu beanstanden. Also haben knackige Druckpunkte. Das macht Spaß, sie zu drücken. Dass die Lautstärkewippe unterm Powerbutton ist, daran muss man sich gewöhnen. Als Pixelnutzer kennt ihr das, aber auch das stellt zumindest für mich im Alltag keine größeren Probleme dar. Auf der linken Seite haben wir den Einschub für eine Nano-SIM-Karte. Leider ist das Gerät nicht Dual-SIM fähig mit 2 physischen Karten. Ihr könnt Dual-SIM betreiben, wenn ihr euch von eurem Netzbetreiber eine eSIM organisiert und der Gerätespeicher ist wie immer nicht erweiterbar. Auf der Oberseite sehen wir dann hier so einen abgesetzten Streifen. Ja, weiß nicht, ob das was mit Antennen zu tun hat oder einfach nur schick sein soll. Ich finde es tatsächlich ganz schick und ein Mikrofon und auf der Unterseite dann einen der beiden Stereo-Lautsprecher und den USB-C-Ladeport. Apropos Lautsprecher, es sind Stereo-Lautsprecher. Der zweite befindet sich hier oben. Ich muss aber sagen, die klingen jetzt nicht sonderlich toll. Da gehen die Meinungen auseinander. Viele sagen, der ist super, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, wenn man einmal ein iPhone 13 Pro oder 12 Pro gehört hat, dann weiß man, was super Stereo-Lautsprecher sind. Auch die vom S21 Ultra sind super. Die finde ich okay, sind aber jetzt in keiner Weise irgendwie herausragend oder dass ich sagen würde, Mensch, ja, die sind mega toll. Also Verarbeitung ist super, in der Handgefühl ist jetzt nicht so der Knaller. Und ich finde, wenn man das Display nutzt und da drauf tippt, klingt es ein bisschen hohl, fühlt sich ein bisschen nach Plastik an. Auch das finde ich zum Beispiel beim Xperia 1 Mark III, bei den iPhones oder auch beim OnePlus 9 Pro deutlich hochwertiger. Alles in allem sind das jetzt keine riesen Kritikpunkte, aber so kommt halt ein Punkt zum nächsten. Ach, habe ich vergessen, apropos Kritikpunkt. Der Fingerabdruckleser unterm Display, wenn wir das hier jetzt mal ausprobieren, im Sitzen, ich bewege mich nicht, dann ist der sehr zuverlässig, nicht sonderlich schnell, aber für den Alltag könnte man denken, geht das voll in Ordnung, geht es aber meiner Meinung nach nicht. Wenn ihr mit dem Gerät unterwegs seid, ihr zieht es mal eben aus der Hosentasche, um schnell ein Foto zu machen, dann ist es zumindest bei mir so, dass der sehr, sehr oft versagt, meinen Finger nicht erkennt und ich das Gerät dann halt mit meiner zweiten Entsperrmethode entsperren muss. Das finde ich, ja, das finde ich wirklich lästig und es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, das Google Pixel 6 Pro mit eurem Gesicht zu entsperren. Das heißt, es gibt über die Frontkamera auch keine 2D-Gesichtsentsperrung. Ihr könnt es also nur über den Fingerabdruckleser entsperren oder halt über die Alternative mit einem PIN oder einem Muster. Wenn wir es dann aber einmal entsperrt bekommen haben, dann springt einem sofort das 6,7 Zoll Display ins Auge und das ist wirklich gut. Schön dünne Displayränder durch die Curves, die aber nicht weiter stören im Alltag, also überhaupt nicht. So habe ich es eigentlich am liebsten, so wie Samsung es auch macht.
leichte Curves, dadurch optisch sehr, sehr dünne Displayränder. Nicht symmetrisch, der untere Balken ist etwas dicker, aber das finde ich überhaupt nicht schlimm. Die 11,1 Megapixel Frontkamera ist recht unauffällig ins System integriert. Das ist ein 120 Hertz Display, ist ein LTPO Display. Das heißt, es kann die Bildwiederholfrequenz flexibel von, ich glaube, einem Hertz bis 120 Hertz anpassen. Das klappt auch in den meisten Fällen sehr gut. Beim Display habe ich überhaupt nichts zu motzen. Es wird nicht ganz so hell wie die Top-Displays der Marktbegleiter von Samsung, OnePlus oder Apple. Aber alles in allem ist das ein Flaggschiff-Display. Auch für 900 Euro habe ich da überhaupt nichts zu meckern. Wie gesagt, draußen ein wenig mehr Helligkeit. Aber ansonsten kann ich bei dem Display nur Bestnoten vergeben. Und das mache ich natürlich auch gerne. Die Software, die möchte ich eigentlich recht schnell abhaken. Android 12 läuft natürlich drauf. Freunde von Stock Android werden es lieben. Es gibt jetzt dieses neue Design, wo sich das Design, die Farben an euren Hintergrund und so weiter anpassen. Ja, das, wie gesagt, das ist eine rein subjektive Sache. Ich mag das Design sehr gerne. Es ist für ein Stock Android relativ individualisierbar. So ein paar Dinge fehlen mir. Dafür kann es ein paar Sachen, die andere Geräte halt nicht können. Was ich eigentlich in jedem anderen Smartphone gerne sehen würde, wäre Now Playing. Das heißt, auf dem Sperrbildschirm wird euch angezeigt, welches Lied gerade läuft, welche Musik gespielt wird, finde ich super praktisch. Ihr habt jetzt sogar eine Übersicht, in der die Lieder der letzten Tage drinstehen, die das Pixel 6 Pro erkannt hat, finde ich auch super praktisch. Der Tensor-Chip, der jetzt verbaut ist, bringt einige Vorteile. Ihr könnt im Prinzip das ganze Gerät super easy mit eurer Stimme steuern. Es erkennt wirklich sehr, sehr schnelle Sprache, auch sogar undeutliche Sprache, egal ob ihr was in der Diktierfunktion einfügt, ob ihr mit WhatsApp eine Sprachnachricht verschickt, ob ihr eine Nachricht diktiert. Das muss ich sagen, das ist ein echter Fortschritt. So gerne habe ich noch nie ein Gerät mit Sprache bedient. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Mir fehlen so ein paar Dinge. Ich würde zum Beispiel gerne im AppDraw Ordner erzeugen können. Ihr kennt das zum Beispiel von Samsungs One UI. Da könnt ihr einen Ordner erstellen, auch im AppDraw. Das geht leider bei Stock Android auf dem Pixel-Gerät nicht. Das finde ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, dafür kann es dann halt andere Dinge. Alles in allem bin ich mit der Software rundum zufrieden. Man müsste eigentlich speziell zu Android 12 nochmal ein eigenes Video machen, denn so kann man gar nicht in die Tiefe des Gerätes eintauchen, um wirklich auch alle Vorteile, die der Tensor-Chip vielleicht mit sich bringt, erwähnen. Aber das kommt vielleicht noch. Vielleicht mache ich sowas oder ich gehe da etwas tiefer in meinem Langzeit-Review ein, was definitiv kommen wird. Das sind ja auch so meine Eindrücke jetzt nach 5-6 Tagen. Und um das Video nicht zu lang zu halten, ich bin sehr fein mit der Software, aber das ist halt eine sehr, sehr subjektive Sache. Kommen wir zur Leistung. Wie gesagt, schlägt der erste hauseigene Google SoC im Google Pixel 6 und im Google Pixel 6 Pro. Das Ganze nennt sich Tensor. Ich möchte überhaupt nicht auf Benchmarks eingehen. Ich habe auch überhaupt keine Benchmarks gemacht. Interessiert mich überhaupt nicht synthetische Benchmarks. Wichtig ist, wie performt das Gerät im Alltag. Natürlich kann man noch nichts dazu sagen, wie zukunftssicher das ist. Dazu könnte man vielleicht einen Benchmark ranziehen und es mit anderen SoCs vergleichen, wo man weiß, dass die 2, 3, 4 Jahre auf jeden Fall gute Leistung bringen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es bei dem Tensor Chip auch so ist. Er beschleunigt das System auf jeden Fall hervorragend. Das liegt sicherlich aber auch an den 120 Hertz des Displays. Aber in meinen Augen fühlt sich das System nicht spritziger an als andere Top-Flaggschiffe. Zum Beispiel das Sony Xperia Mark III fühlt sich für mich noch flüssiger, noch geschmeidiger an als das Google Pixel 6 Pro. Und einige Apps scheinen irgendwie noch nicht mit dem Tensor-Chip klarzukommen oder noch nicht richtig angepasst zu sein. Twitter zum Beispiel ist wirklich teilweise eine Ruckelorgie. Hier wurde ich schon gefragt, ob da dann vielleicht keine 120 Hertz anliegen. Doch, tun sie. Das hat damit nichts zu tun. Aber es sieht immer mal so ein bisschen aus, als wenn Twitter Schluck auf hat. Und das ist nicht nur bei Twitter so. Das habe ich auch noch bei ein paar anderen Apps, bei YouTube Studio zum Beispiel. Und das finde ich wirklich, zumindest wenn man so viel auf Twitter ist wie ich, teilweise anstrengend. Und das kenne ich so von anderen Geräten eigentlich nicht. Die Performance auf jeden Fall ist eigentlich sehr gut, aber sticht jetzt auch überhaupt nicht bei den Flaggschiffen hervor. Trotzdem will ich euch kurz noch sagen, 12 GB Arbeitsspeicher sind im 6 Pro verbaut und 128 GB fester interner Speicher. Es gibt auch eine 256 GB Version, allerdings nur in Schwarz. Die Entscheidung verstehe ich auch nicht bei einem Flaggschiff für 900 Euro. Ab 900 Euro, warum es drei Farben gibt, aber die größere Speicherausbauvariante nur in der Farbe Schwarz existiert. Tja,
Das wird Googles Geheimnis bleiben. Kommen wir zur Akkulaufzeit. Ich habe gelesen, 5003 mAh. Reden wir einfach mal von 5000 mAh. Das Ganze bei einem eigenen SoC, der perfekt auf das Smartphone angepasst sein sollte. Natürlich müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein mit perfekt angepasst, denn es ist der erste SoC von Google und das Gerät ist ganz neu. Trotzdem will man als jemand, der 800 oder 900 Euro für ein Smartphone ausgibt, natürlich nicht Beta-Tester sein. Sei es drum, 5000 mAh, wie gesagt, eigener SoC. Ich habe gedacht, das Ding hält ewig. Nein, ich muss sogar sagen, die Akkulaufzeit finde ich für 5000 mAh nach 5 Tagen richtig schlecht. Wenn ich zu Hause damit rumdaddel, bin nur im WLAN, kein Problem, schaffe ich von morgens bis abends, bis ich ins Bett gehe, 7-8 Stunden Screen-On-Time, gar kein Thema. Aber mein normaler Tagesablauf sieht wie folgt aus. Ich nehme das Gerät morgens um 6 vom Strom, fahre zur Arbeit, bin bis 17 Uhr nicht im WLAN, höre in dieser Zeit 2 bis 3 Stunden Musik, streame das auf eine Bluetooth-Box, fahre dann nach Hause, so ab 17 Uhr ist dann das Gerät dann bis 23 Uhr im WLAN. In der Zeit entsperre ich es so 150 bis 200 Mal und bekomme so um die 200 Nachrichten auf das Telefon. Mit diesem Nutzungsverhalten komme ich mit dem 6 Pro nicht oder nicht gut durch einen Tag. Und das sollte bei 5000 mAh locker möglich sein. Beim 13 Pro, was einen viel kleineren Akku hat, natürlich auch kleineres Display, nicht ganz so hoch aufgelöst, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber mit dem 13 Pro komme ich ganz locker durch einen Tag. Mit dem S21 Ultra war das überhaupt gar kein Problem. Mit den meisten anderen Flaggschiff-Smartphones schon, mit dem Xperia 1 Mark III, wir müssen ja nicht nur gut davon sprechen, kommen wir zum Beispiel überhaupt nicht durch den Tag, aber was das Google Pixel 6 Pro mit einem eigenen Chip und 5000 mAh abliefert, ist in meinen Augen im Alltag einfach nicht gut genug und Twitter und diverse Internetforen geben mir anscheinend recht. Ich bin zumindest nicht der Einzige, der das so sieht. Geladen wird der 5000 mAh starke Akku dann entweder per maximal 30 Watt und Kabel oder per maximal 23 Watt und speziellem kabellosen Ladegerät. Was ich sagen muss, ich habe kein Pixel Stand und schon gar kein Pixel Stand 2. Ich weiß gar nicht, ob der schon lieferbar ist. Ich glaube nicht. Somit lade ich mein Pixel immer auf diversen anderen Wireless Chargern und muss sagen, da habe ich bei 1-2 tatsächlich Probleme. Es zeigt an, dass es lädt. Die Status-LED auf dem Charger zeigt an, dass es lädt und das Gerät ist nach 6-7 Stunden über Nacht nur um 20% gefüllt und eigentlich hat sich nicht so richtig was getan in der Zeit. Habe ich jetzt tatsächlich auch schon ein, zwei Mal gelesen, scheint tatsächlich bei einigen Wireless-Chargern ein Problem zu sein. Müsst ihr also auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr das Gerät neu habt und ihr das die ersten Male irgendwie kabellos laden wollt. Also der Akku für mich halt eher eine Enttäuschung. Kommen wir zu dem, was ihr hier schon die ganze Zeit seht, kommen wir zur Kamera. Erstmal, ich finde das ganz schick hier mit der Kameraeinheit und das Gerät kippelt nicht, wenn man es so auf den Tisch legt. Das finde ich wirklich super praktisch. Die Linsen da drin sind alle neu, also neu sind sie nicht, sie sind eigentlich alt, aber ist halt nicht mehr die uralt 12-Megapixel-Linse, die Google bisher verbaut hat. Insofern hoffe ich, dass da noch Updates kommen, denn die sind auch absolut nötig. Die 50-Megapixel-Kamera macht generell super Bilder. Allerdings muss ich sagen, sind sie mir in einigen Fällen zu HDR-lastig, in anderen Fällen zu kontrastreich und in wieder anderen Fällen fehlt mir etwas an Dynamik. MKBHD hat das wirklich, ich gucke eigentlich wenige Videos von ihm, aber das Google Pixel Video habe ich gesehen und er hat es eigentlich so beschrieben, wie ich das auch empfinde. Das iPhone 13 Pro ist eine 9 von 10 Kamera. Das heißt, egal welches Szenario, ihr seid nachts, tagsüber auf dem Berg unter Wasser, keine Ahnung, in 9 von 10 Fällen schießt das iPhone in jedem Szenario gute Bilder. Beim Pixel ist es so, das macht es in vielen Szenarien nur in 7 von 10 Fällen und in anderen Szenarien in 10 von 10 Fällen. Es ist also eine sehr, sehr schwankende Qualität, die in meinen Augen da rauskommt. Apropos 50 Megapixel, wenn ihr jetzt denkt, ihr könnt hier hochauflösende Bilder an 50 Megapixeln schießen, nein, das könnt ihr nicht. Es gibt keinen Modus, in dem ihr in voller Auflösung fotografieren könnt, auch nicht, wenn ihr in RAW fotografiert. Auch dann ist Pixel Binning am Start und die Bilder haben bloß eine Auflösung von 12,5 Megapixeln. Des Weiteren gibt es noch eine Weitwinkelkamera, die ist
soweit okay ist, aber auch nichts Besonderes. Auch hier habt ihr an den Rändern, wie bei so vielen Weitwinkelkameras, rechts und links oft Verzerrungen und Unschärfe. Ansonsten ist die aber farblich gut abgestimmt auf die Hauptkamera. Da habe ich soweit nichts zu meckern. Und dann gibt es noch eine 48 Megapixel Telekamera mit einem vierfach optischen Zoom. Die finde ich richtig gut. Dann das ganz große Ding. Zumindest laut einigen Testern und laut Google auch selber, ist die Erase-Funktion. So, das wollen wir uns mal jetzt genauer angucken. Wir suchen uns einfach mal ein Bild aus und dann zeige ich euch, was ich meine. Ich blende das auch noch gleich in groß ein, dann seht ihr das noch ein bisschen besser. Bei Googles Vorstellung oder auch bei den Tests von einigen, die ja, man durchaus als Google-Fanboy bezeichnen kann, ist es so, dass diese Erase-Funktion, sie heißt auf Deutsch, wartet, ich suche es eben, unter Tools findet ihr es, magischer Radierer, als wenn das das große Ding ist. Erst einmal ist das überhaupt nicht neu, aber es wird halt von Google so beworben. Ich fühlte mich etwas an Apple erinnert. Ihr könnt Teile aus einem Foto rausretuschieren, die ihr da gar nicht drin haben möchtet. Das kann ich, wenn ich das provozieren will, dass es, um dieses Feature zu bewerben, ich kann solche Fotos schießen, dass es gut aussieht. Im Alltag aber bekomme ich kaum ein Foto hin, wo es tatsächlich was bringt. Das könnt ihr im Übrigen auch bei jedem Foto machen, was sonst auf eurem Smartphone ist oder ihr darauf spielt. Es muss kein Bild sein, was ihr mit dem Google Pixel gemacht habt. Ihr seht hier zum Beispiel diesen Poller. Den wollte ich rausradieren. Das habe ich mal getan und das Bild schon mal abgespeichert. Das Ganze sieht dann so aus. Und so ist das mit diversen Bildern, mit allem, was ich probiert habe. Also das ist eine Funktion, die wurde stark beworben und ich bin wirklich enttäuscht. Sie ist also nicht besser, als wie man es schon seit Jahren von anderen Geräten oder von anderen Softwares irgendwie kennt. Da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Generell, die Kamera, ihr seht hier auch immer mal ein paar Bilder ja eingeblendet, macht schon gute Fotos. Sie ist sicherlich auch eine Top-Kamera. In meinen Augen ist sie aber schwächer als die vom iPhone 13 Pro, als die vom S21 Ultra. Auf jeden Fall eine Top-Kamera, aber ja, halt nicht das Highlight, was ich mir irgendwo erwartet habe. Wie ist denn jetzt nun mein Fazit nach 5 Tagen Pixel 6 Pro? Ich muss sagen, ich bin froh, wieder ein Pixel nutzen zu können. Ich nutze gerne Pixel-Smartphones, aber ich habe mir mehr erwartet. Man muss immer den Preis gegenrechnen. Es kostet 899 Euro. Ihr bekommt dazu für einen gewissen Zeitraum die Bose 700. Die könnt ihr nochmal irgendwie für 150, 180 Euro bei eBay verticken. So kann man sich den Preis etwas schöner rechnen. Und man muss auch immer beachten, wenn ich hier das S21 Ultra anführe oder das Xperia 1 Mark III oder das iPhone 13 Pro, die sind auch alle teurer, als es das Google Pixel 6 Pro ist. Dennoch habe ich mir vom 6 Pro erst einmal mehr erwartet. Ich finde für mich subjektiv die Farbe nicht ganz so schick. Ich finde, es klingt ein bisschen hohl. Man kann wie immer keine zweite physische SIM-Karte einlegen. Man kann wie immer den Speicher nicht erweitern. Es hat keine LED, die mir anzeigt, wie der Akku geladen ist. Die Akku-Performance ist nicht gut. Es macht bei mir Probleme auf einigen Wireless-Chargern. Die Kamera ist sehr gut, aber nicht auf dem Stand, wie ich sie erwartet habe. Das Gerät wird tatsächlich beim Nutzen ab und an auch recht warm. Das Display ist wirklich gut, die Performance dann aber, ja, nein, das will ich nicht sagen, ist auch sehr gut, aber halt irgendwie in einigen Apps anscheinend noch nicht angepasst. Ich gebe dem Gerät natürlich noch eine ganze Zeit. Ich werde es so lange nutzen, bis das nächste Pixel kommt. Ich werde es gerne nutzen, ich nutze es gerne, aber wie gesagt, es muss da vielleicht noch ein bisschen was kommen. Mich interessiert, wenn ihr das Pixel schon habt, wie ist eure Meinung dazu? Das ist natürlich wie so oft ein sehr, sehr subjektives Video, gar keine Frage. Aber sind euch diese Punkte auch negativ aufgefallen oder findet ihr sie, wenn sie euch aufgefallen sind, gar nicht so negativ, wie ich es hier darstelle oder wie es vielleicht dann in euren Ohren klingen mag? Wie gesagt, wir sind schon Freunde. Ja, also ich könnte jetzt auch sagen, diese ganzen Punkte, das juckt mich dermaßen, ich packe es wieder ein, schick's zurück. Nein, das mache ich nicht. Ich behalte das Gerät, ich finde es ja gut, aber mich interessiert, wie gesagt, wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Lasst uns bitte fair und freundlich darüber diskutieren. Lasst jedem seine Meinung, sie wird nicht falsch sein, sie wird vielleicht nur anders sein als eure. Vergesst nicht, meinen kleinen Kanal zu abonnieren, würde mich sehr freuen. Schönen Dank fürs Zusehen, für eure Zeit und hoffentlich bis zu einem weiteren Video. Macht's gut, bye bye.